Was gibt's, junger Mann? Haben Sie was zu essen? Ich hab Hunger. Bist du meine Mami? Wo ist meine Mami? Was gibt's, junger Mann? Haben Sie was zu essen? Ich hab Hunger. Ah, den Geruch kenne ich. Ein verwestes Stinktier riecht sicher auch nicht schlimmer. Kostspielig, der Verarbeitung nach zu urteilen.
Haben Sie nichts zu tun? Sagen Sie mir, warum haben Sie versucht, Ihren Vater zu töten? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich weiß alles über Ihren Plan. Und ich habe Beweise. Spucken Sie es schon aus. Ich wusste doch, dass Sie kein Arbeiter sind. Hören Sie, ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe. Er ist mein Vater. Aber er ist auch ein schrecklicher Mensch. Meine Familie hat stets mit Verbrechen ihr Geld verdient. Und das will ich ändern. Ich will den Menschen helfen. Aber das würde mein Vater niemals dulden. So ist das also. Mein Vater hat sie geschickt, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ich bin Charles Reed. Ich kann diese Stadt verändern, Mr. Reed. Aber dazu muss ich das Oberhaupt der Familie Carpenter werden. Ohne diese Macht geht es nicht. Falls nötig, kann ich sie bezahlen. Aber bitte hören Sie auf Ihr Gewissen. Brutus wird sich niemals ändern. Er richtet so viel Schaden an. Und deswegen muss er sterben. Ja, Sie haben recht. Sie können auf mich zählen. Danke. Das war die richtige Entscheidung, Mr. Reed. Auf Wiedersehen. Stimmt etwas nicht? Tja, die bekommt man nicht, wenn man im Schützengraben bleibt. Haben Sie nichts zu tun? Ich bin nicht in der Stimmung zu plaudern, Mr. Reed. Ich weiß, wer ihn nach dem Leben trachtet, Mr. Carpenter. Und? Machen Sie es nicht so spannend, junger Mann.
Mich würde interessieren, was Sie vorhaben, wenn Sie wieder als Oberhaupt der Familie tätig werden. Alles wird seinen gewohnten Gang gehen. Traditionen gibt es nicht ohne Grund, junger Mann. Wobei es Sie nicht das Geringste angeht. Wissen Sie, ich habe Ihren Sohn getroffen. Ich denke, es wird Zeit für eine Veränderung an der Spitze.
Haben Sie nichts zu tun? Ihr Vater ist tot, Mr. Carpenter. Sie sind jetzt das Familienoberhaupt. Freuen kann ich mich darüber nicht, aber ich schulde Ihnen natürlich meinen Dank. Es war die richtige Entscheidung und eine gute Tat, auch wenn es nicht so scheint. Zweimal musste ich den Befehl geben, meinen eigenen Vater zu ermorden. Und Sie habe ich auch in die Sache mit hineingezogen. Sie sind frei von Schuld. Ich nehme das alles auf mich. Schon gut, Mr. Carpenter. Und, werden Sie mir jetzt helfen? Selbstverständlich. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nochmals, danke. Auf Wiedersehen. Ich habe mich um Ihr Anliegen gekümmert, Fred. Die Carpenters werden sich bald bei Ihnen melden. Also, haben Sie etwas für mich? Ah, perfekt. Also gut, hören Sie. Ich habe mein Treffen mit einem hochrangigen Mitglied des EOD gebeten. Sein Name ist Abernote Blackwood. Mit diesem Herrn hatte ich noch nicht das Vergnügen. Gibt es etwas, das ich über ihn wissen sollte? Abernote predigt am Fischmarkt und ist ein hochrangiger Priester im Orden. Ein sehr gescheiter Mensch. Aber gefährlich, wenn man ihm in die Quere kommt. Also kommen Sie ihm besser nicht in die Quere. Soweit können Sie mir folgen? Sicher. Reden Sie weiter. In der Regel weiß Abernote alles, was im Orden vor sich geht. Falls also Ihre Professorin vom Orden festgehalten wird, wird es ihm nicht entgangen sein. Ich gebe Ihnen die Adresse des Treffpunkts. Er erwartet mich dort, nicht Sie. Also seien Sie auf der Hut. Gut. Danke, Fred. Passen Sie auf sich auf. Danke. Das werde ich.